Und die Fotos und den Zeitungsartikel, den lassen wir dran. Hör auf, Zani. Das hat keinen Sinn. Hier kommt niemand aus der Leinbergstraße vorbei. Dann machen wir die Sachen eben ab und gehen in die Leinbergstraße. Abgesägt werden. Hallo? Warten Sie mal einen Moment, bitte. Darf ich Ihnen ein Flugblatt geben? In der Leinbergstraße hier sollen alle grünen Bäume abgesägt werden. Und wir sind natürlich dagegen, weil wir meinen... Die Römer! Die Römer der Leinbergstraße! Helft uns! Diese Bäume sollen abgesägt werden! Stopp die Verbrennung der Leinbergstraße! Und wir sind natürlich dagegen, weil wir meinen... Wir haben schon sehr viele Unterschriften. Unterschreibt doch auch mal, dass diese Bäume... Unterschreibt hier nicht. Die Morschenbäume gehören schon lange weg. Ja, warum denn nicht? Komm, ich sehe in der ganzen Stadt nur Betonklötze. Die Autos müssen ja auch... Bürger der Leinbergstraße! Guten Tag, wir sind vom Fernsehen. Wir haben gehört, Sie machen hier eine Bürgerinitiative. Und da wollten wir uns mal erkundigen, worum es hier geht. Wogegen Sie protestieren? Würden wir Sie das mal fragen? Moment. Gork! Ja, nicht weglaufen! Das Fernsehen! Gork, das Fernsehen! Das Fernsehen, Gork! Seid ihr soweit? Dann dürfen wir das gleich mal mit aufnehmen. Ja? Dürfen wir mal wissen, worum es hier geht? Gork, sag doch was. Wegen der Bäume. Was ist denn mit den Bäumen? Die sollen weg. Ja. Warum sollen die weg? Ja, weil sie die Straße breiter machen wollen. Der ganze Verkehr von der Ludwigstraße soll jetzt durch die Leinbergstraße geführt werden. Und deswegen machen die Bäume weg. Und da sind Sie auf die Idee gekommen, dass Sie eine Protestaktion hier unternehmen mit Flugblättern? Ja, wir haben schon 1000 Flugblätter verteilt. 1000 Flugblätter? Ja. Ja. Wir haben hier einen Informationsstand gefunden. Ja. Weg mit der Säge. Wir wollen grüne Wege. Weg mit der Säge. Wir wollen grüne Wege. Das war die erste Folge der Sendereihe Informationen. Wir wiederholen diesen Beitrag morgen Dienstag um 8.05 Uhr und am Mittwoch um 11.35 Uhr. Meine Damen und Herren, richtig essen, gesund leben, heißt die Sendereihe für die Grundschule. Angesprochene Zielgruppe sind die Schüler des zweiten Schuljahres. Ziel der Sendereihe ist es nicht nur, den Schülern Kenntnisse zum Thema zu vermitteln, sondern sie durch die Art und Weise der Darstellung darüber zu motivieren, bewusst an einer gesunden Lebensführung teilzunehmen. Zu der Sendereihe gibt es Schülerarbeitsbögen. Sie sind zu beziehen bei der Verlagsgesellschaft Schulfernsehen, Postfach 180269, 5000 Köln 1. Sehen Sie nun die erste Folge der Sendereihe Richtig essen, gesund leben. Der Titel: Warum essen wir? Ja.
Nun komm doch endlich, das ganze Essen wird kalt. Mensch, immer muss man essen, nie kann man so lange spielen, wie man will. Ach Mensch, ich habe überhaupt keinen Hunger. Na, Hände sauber? Ja. Ich habe keinen richtigen Hunger. Ah, das bisschen kannst du essen. Guck, so ein kleines Stückchen Fleisch. Hast du auch noch Soße obendrein. So. Aber weißt du, ich muss wirklich sagen, es ist mir allmählich fast zu viel mit dir. Jeden Tag, zweimal kann man dich rufen. Alles wird kalt und nie wird man fertig. Aha. Du scheinst dem Herrn ja doch zu schmecken, ne? Mhm. Aber erst maulen. Maulen, kein Hunger, nicht kommen. Guten Tag. Ich heiße Olaf Plötz. Ich möchte euch durch die kommenden drei Sendungen führen und versuchen, einige Fragen zu klären, die mit Nahrung und Essen zu tun haben. Heute wollen wir einmal gemeinsam überlegen, warum essen wir? Versucht einmal schnell, darauf ein paar Antworten zu geben. Also, warum essen wir? Sicherlich habt ihr ein paar Antworten auf unsere Frage gefunden. Wir haben hier einmal ein paar aufgeschrieben. Wir müssen essen, um zu leben, um zu lernen, um zu laufen, um zu wachsen, um gesund zu bleiben und um uns zu bewegen. Die eingerahmten Antworten halten wir für besonders wichtig. Und deshalb wollen wir uns das einmal in drei Kurzfilmen ansehen. Zunächst einmal die Sache mit dem Wachsen. Wir müssen essen, um zu wachsen. Fritz, setz du dich mal zu mir? Mhm. Die Mutti hat mir vorhin gesagt, dass du heute wieder mal keine Lust zum Essen hattest. Hm? Ich zeig dir mal ein paar Bilder von mir. Hier, ein Monat alt. Was meinst du, wie schwer war ich damals? Keine 10 Pfund. Und hier, 3 Monate. Und hier, ein Jahr. Hm, da wiegst du aber keine 10 Pfund mehr. Das kann man wohl sagen. Da bin ich 3 Jahre. Und da ungefähr so alt, wie du jetzt bist. 8. Ich wiege 52 Pfund. Warst du da auch so schwer? Das weiß ich nicht mehr. Und hier? Da bist du schon richtig groß. Ob du da schon einen Zentner wiegst? Mindestens. Hier habe ich 2 von den Bildern, die ihr eben im Fotoalbum gesehen habt. Hier 10 Pfund und hier 100 Pfund. Das ist ein Zentner. Da ist doch offensichtlich etwas hinzugekommen. Aus nichts wird schließlich nichts. Sicherlich habt ihr schon bemerkt, worauf ich hinaus will. Zum Wachsen braucht unser Körper Baustoffe. Und die nehmen wir mit der Nahrung zu uns. Zum Wachsen braucht unser Körper Baustoffe. Wir müssen also essen, um zu wachsen. Da haben wir aber noch 2 wichtige Dinge eingerahmt. Hier unten, wir müssen essen, um uns zu bewegen. Während ich hier auftanke, sollt ihr euch wieder einen kleinen Film ansehen.
Sag mal, was kann denn sein, ob der kaputt ist? Ach was, der war gerade in der Inspektion. Probier's noch mal mit Benzin, Papa. Das wäre eine Idee. Soll ich dir was helfen? Nee, danke. Warte. Geht schon. Dass du den Reservekanister mit hast. Das ist kein Glück, das ist Vorsicht. Ob wir mit den paar Litern weit kommen, Papa? Aber bis zur nächsten Tankstelle auf jeden Fall. Ja, sonst musst du eben schieben, ne? Hoffentlich springt er jetzt an. Ja, mal gucken. Aha. Hurra, es hat geklappt! Ich weiß, das ist eine herrliche Idee von dir mit dem Picknick, du. Ich fühle mich so richtig wohl hier. So was müsste man sich jeden Tag leisten können. Hm. Hm. Ist ganz schön heiß hier. Fritz, du kommst mir vor wie unser Auto vorhin. Ist ja auch so ähnlich. Ich meine, Fritz hat da etwas sehr Vernünftiges gesagt. Ja, unser Körper braucht Betriebsstoff, um sich bewegen zu können. Und diese Betriebsstoffe nehmen wir mit der Nahrung zu uns, damit wir laufen, spielen und Radfahren können. Bewegen also. Unsere Nahrung liefert uns Baustoffe und Betriebsstoffe. Ich habe heute Toastbrot gegessen und Milch getrunken. Übrigens, auch um das Lernen wäre es sehr schlecht bestellt, wenn wir unserem Gehirn nicht ausreichenden Betriebsstoff zur Verfügung stellen würden. Wir müssen essen, um zu lernen, um zu wachsen und um uns zu bewegen. Wir wissen jetzt, warum wir essen und welche Stoffe unser Körper mit der Nahrung zu sich nimmt. Jetzt wollen wir aber noch sehen, wie die Nahrung in den Körper gelangt. Wir wollen in einem Trickfilm in einen Menschen hineinsehen, der gerade seine Nahrung zu sich nimmt. Die Zähne zerkleinern die Nahrung. Im Rachenraum kommt noch Speichel hinzu. Der Speichel ist ein Körpersaft. Dann schlucken wir die Nahrung und sie rutscht durch die Speiseröhre in den Magen. Hier wird sie weiter zerkleinert. Anschließend gelangt die Nahrung in den Darm. Aus diesem Nahrungsbrei löst der Darm die Bau- und Betriebsstoffe heraus, die der Körper braucht. Der Rest ist Kot. Er verlässt den Körper durch den After. Wisst ihr nun einigermaßen Bescheid darüber, warum wir essen? Lest einmal laut mit. Alle Menschen müssen richtig essen, um zu wachsen, um sich zu bewegen und um zu lernen. Der Körper braucht dazu Bau- und Betriebsstoffe,
die von den Verdauungsorganen verarbeitet werden. Das war die erste Folge der Sendereihe Richtig Essen, Gesund Leben. Wir wiederholen diesen Beitrag am Mittwoch um 8.25 Uhr und am Freitag um 8.45 Uhr.